Einen wunderschönen guten Abend zu unserer Pressekonferenz nach dem Spiel HC Erlangen gegen den TBV Lemgo Lippe. An meiner Seite darf ich heute begrüßen den Gästetrainer Florian Kehrmann und unseren Cheftrainer Michael Haas. Das Wort geht zuerst an die Gäste. Florian, wie fandest du das Spiel? Ja, schönen guten Abend. Ja, erstmal bin ich sehr glücklich, dass wir unseren Lauf beibehalten haben. Wir haben, glaube ich, heute von Anfang an gegen einen Gegner gespielt, der sehr heiß war, der sehr viel Leidenschaft und Emotionen gezeigt hat. Gerade in diesen Situationen, wo viele Spieler verletzt sind, aber jetzt auch das erste Mal Zuschauer dabei sind, wussten wir, dass das kommen wird. Wir wussten, dass wir da, was Leidenschaft und Einsatzwillen sind, schwer dagegen halten können. Für uns ging es einfach darum, einen kühlen Kopf zu behalten und auch die Ruhe, um so ein Spiel vielleicht dann auch in den letzten 10, 15 Minuten zu entscheiden. Und wenn man natürlich mit so einem Lauf anreist und viel Selbstvertrauen hat, dann kann man das auch mit Ruhe angehen. Und wir haben, ich glaube, das ganze Spiel sehr gut Angriff gespielt. In der ersten Halbzeit lassen wir 2, 3 freie Bälle gerade von außen erst noch weg. Deswegen gehen wir vielleicht nicht in Führung, sondern laufen immer ein bisschen hinterher. Mit zunehmender Dauer war was aber wirklich auch in der Abwehr dann besser. Wir haben uns ein bisschen auf Jepsen eingestellt. Wir haben uns auf die 1-gegen-1-Situation von Marshall und Mosini besser eingestellt und konnten dann besser helfen und haben ein paar Fehler erzwungen. Ja, und das ist, glaube ich, das Wichtigste und Ausschlaggebende. Wir konnten das ganze Spiel über ein paar Kräfte schonen. Wir konnten die Belastung verteilen und jeder weiß gerade, was er zu erfüllen hat. Und das macht sehr viel Spaß und so werden wir die letzten 3 Spiele gehen. Danke. Danke dir. Michael, deine Einschätzung? Ja, erstmal Glückwunsch, Flo. Es war ein verdienter Sieg heute. Flo hat es gerade schon gesagt, wir waren heiß. Wir wollten wirklich unseren Fans, die jetzt heute zum ersten Mal wieder da waren, echt was zeigen. Ich glaube, dass in die Richtung kann man der Mannschaft auch keinen Vorwurf machen. Die waren wirklich heiß, bis in die Haarspitzen motiviert, haben alles reingehauen. Und wenn man jetzt gedacht hätte, unser Angriff könnte ein Problem werden, das war es in der ersten Halbzeit ja gerade nicht. Wir machen 17 Tore gegen eine starke Lemgoer Abwehr. Unser Problem heute war so ein bisschen die Deckung. Ich glaube, dass wir in der Halbzeit einfach führen können. Und dann gehen wir vielleicht mit einem besseren Selbstbewusstsein in die zweite Halbzeit. Am Ende ist es so, wie es Flo auch gerade schon gesagt hat, Lemgo kommt als Pokalsieger, hat dementsprechend die Ruhe, auch Rückstände, den Rückstand nicht in Hektik zu geraten. Bei uns hätte heute wirklich alles passen müssen. Das hat es dann am Ende nicht. Ich mache den Jungs keinen Vorwurf, die haben wieder gekämpft. Das ist das, was wir in den letzten Wochen gelernt haben. Wir haben auch dann in der zweiten Halbzeit teilweise die Big Points nicht gemacht, um das Spiel noch länger offen zu halten. Die, was sind das, 5 Tore am Ende? 4 Tore am Ende. Es hätte noch ein bisschen enger sein können, aber dafür war unsere Abwehrleistung heute einfach nicht gut genug. Die Lemgo hat starke Zweikämpfer, haben viel Selbstvertrauen, machen das mit einer Gelassenheit. Und da hat jeder das Gefühl, im Moment aus jeder Position ein Tor machen zu können. Da hatten wir heute, hat es am Ende auch einfach an Substanz gefehlt. Die Jungs gehen auf dem Zahnfleisch, wir haben in 2 Tagen das nächste Spiel. Ist einfach nach wie vor einfach eine schwere Zeit für uns.